Hallo Freunde vom KSC-Kanal. Heute geht es um die zweite Shotokan-Kata Hernidan. Und die wollen wir vom Ablauf erstmal lernen. Und damit fangen wir jetzt auch an. Bevor wir in die Details gehen, erstmal die Kata, damit ihr mitgucken könnt und auch selber üben könnt. Hernidan! Jetzt gibt es bei der Hernidan zwei entscheidende Bahnen. Einmal die Bahn am Anfang nach vorne und die Bahn zurück. Und die schauen wir uns jetzt mal separat an. Bei der ersten Bahn, ich zeige sie erstmal von der Seite. Wir haben hier angefangen nach links, nach rechts. Und stehen jetzt mit dem Tetsuuchi. Als nächstes kommt Yokogiri mit Uraken. Aber zunächst erstmal stehen. Von hier aus der Kick nach hinten absetzen. Und dann haben wir schon ganz viel richtig gemacht. Seht zu, dass ihr beim Kokotsudachi hier einen 90 Grad Winkel habt und die Fersen auf einer Linie hintereinander stehen. Die Hüfte ist leicht schräg. Und von da aus geht es weiter vorwärts. Einmal, zweimal und der nächste Schritt. Der ist dann mit Dukiti. Ich mache es nochmal frontal zu euch hin. Den Yokogiri habt ihr ja gesehen. Noch einmal. Hoch. Kick. Absetzen. Einmal vorwärts gehen. Zweimal vorwärts gehen. Und beim nächsten Nukite. Die Hand klappt runter und die sticht oben rüber. Die Fingerspitzen sind unter dem Ellbogen. Und da kommt das erste Kian. Die zweite Bahn, die zurückgeht, die können wir üben. Linkes Bein geht vor mit Gyakko Uchioke. Heißt, linkes Bein geht vor und die rechte Hand geht unter den linken Arm und blockt Uchioke Hüfte rein. Von hier aus Maigiri. Vorne absetzen und jetzt mit der Hüfte Gyakko Tsuki. Beim nächsten Gyakko Uchioke, das heißt die Hand, die jetzt vorne ist, die macht auch die nächste Technik ist gleich wieder vorne. Der rechte Arm macht Platz, linke Hand unter den Arm. Und bei dem Gyakko Uchioke geht der vordere Fuß 5 bis 10 cm zurück, damit wir die Hüfte noch besser reinkriegen. Dann kommt wieder Maigiri, absetzen, Gyakko Tsuki. Und von hier aus beide Hände nach links ausholen. Nach vorne, Moroto Uchioka. Das ist die Bahn zurück. Dann gibt es noch die Stücke nach rechts und links. Die schauen wir uns jetzt auch mal drauf an. Anfang, wir stellen uns den Kokotsudachi, ausholen, rauf. Hier die Hände, die sollten auf einer Höhe sein. So dass man hier praktisch einen Lineal drüber legen könnte. Jetzt kommt ein Urasuki, Tetsuuchi. Auf der anderen Seite kurz ausholen, rauf, zwei, drei. Der hintere Ellbogen, achtet darauf, dass der weit weg ist, nicht dass der so abschnitt. Nach hinten. Das ist die erste Bahn rechts-links. Die zweite Bahn rechts-links, die geht auch wieder nach links. Shotoke, 1, schräg nach vorne gehen,
2, zur anderen Seite, 3 und wieder schräg nach vorne gehen. Das ist der zweite Teil. Und am Ende kommt nochmal ein Teil, der geht wieder nach links los, mit Gehnerbereich. Dann kommt Adduktoren, dann wieder Gehnerbereich und Adduktoren. Und bei der letzten Technik kommt auch das Kleid dazu. Als nächstes schauen wir uns das Ganze noch von der Seite an. Beginnen tun wir nach links, wie bei allen Herrenkatas. Erst verbeugen. Größe. Hinstellen. Achtet jetzt darauf, dass die Schultern etwas nach hinten sind. Nicht im Buckel machen, sondern wir achten jetzt darauf, dass die Körperhaltung schon besser wird. Blick nach links. Ausholen, rauf. 2, 3. Ellbogen schön weg. Blick auf die Hüfte, rauf. 2, 3. Den Fuß etwas ransetzen, aber schon tief bleiben. Hände auf die Hüfte, Bein hoch. Kick. Absetzen. Jetzt kommt die Bahn nach vorne. Einmal schon Hüfte. Zweites Mal und beim nächsten Mal runterklappen, Nukite. Da kommt das erste Kiai. Jetzt kommt das hintere Bein. Das hintere Bein geht hinten rum, aber erst reinziehen, auf dem rechten Fuß drehen und nach vorne. Jetzt schräg gucken, ran, nach vorne. Jetzt geht's zurück. Ran, drehen, ausholen, gehen. Blick schräg, Fuß dran, nach vorne, ausholen, schlagen. Jetzt nehmen wir das vordere Bein wieder zurück. Aber ich nehme das Bein erst ran, gehe dann nach vorne, hol weit aus und Jacke und Schuhe. Dann reingehen, absetzen, Jacke zu gehen. Jetzt ausholen. Jacke und Joke, dabei geht der vordere Fuß etwas zurück. Meinjährig, absetzen, Jacke zu gehen. Beide Hände holen auf der linken Seite weit aus. Nach vorne, Moroto und Joke, als Block. Jetzt wieder hinteres Bein, hinten rum. Ran, drehen, Gegenbereich. Schräg nach vorne, Adioke. Ran, drehen, Gehnerbereich, schräg nach vorne, Armrücken. Und dann sind wir wieder am Anfang. Das war jetzt mal von der Seite mit Kommentaren. Jetzt machen wir es noch einmal von hinten. Dann habt ihr es von der Seite auch nochmal gesehen. Wie gesagt, nicht so schnell, sondern es ist um den Ablauf zu lernen. Jetzt hebt ihr das Bein wieder hinten rum, ran, drehen, gucken, so dass ich schon drücke. Der nächste. Jetzt ran, drehen, gucken, so dass ich schon drücke. Und noch einmal. Vorne das Bein ran, zurück, Jacke und Jucke. Maigiri, absetzen, Jacke zu gehen. Kurzes Bein zurückziehen, damit die Hüfte noch mehr rein kann. Ausholen. Block. Ran. Hinten rum. Jeder Ball. Aloke. Ran. Jeder Ball. Aloke und Kiai. Dann haben wir den Ablauf drauf. Jetzt noch einmal, so wie ich die Kata normalerweise mache. Ich mache sie nicht super schnell,
Aber sollte jetzt schon ein bisschen Kraft dabei. Zum Abschluss. Herr Nieder! Damit sage ich jetzt viel Spaß beim Üben. Kanal abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Und demnächst kommen noch die anderen Herrenkatas, aber auch die Anwendung. Die wird auch demnächst noch folgen. Ein paar Dinge, wie man aus dem Bunker was machen kann. Tschüss!